Herzlich willkommen zum nächsten Teil von Trackmania 2 Stadium. Ganz einfach. Und wir machen jetzt einfach weiter mit einem neuen Server. Und dazu habe ich jetzt folgende Information für euch. Da es jetzt schon ein bisschen länger her ist, seitdem ich das letzte Let's Play hier hochgeladen habe von dem Game, ist es jetzt endlich mal zur Vollversion erschienen. Endlich! Und daher haben wir eine geile neue Funktion endlich mal gefunden. Und zwar haben wir hier unten den Knopf Legacy Browser. Und dann sieht das Ganze hier nochmal ein bisschen anders aus. Warum? Ja, das ist der Knopf zum alten Browser vom Spiel Trackmania Nations 2, der einfach besser war. Denn wenn ich jetzt hier auf alle klicke, dann habe ich hier meine Weltliste und hier meine Server-Browser-Liste. Denn wenn wir hier auf New Browser gehen, Browse-Servers heißt das hier, und dann habe ich hier eben nur die Server. Und wenn ich hier ein anderes Land auswählen möchte, dann muss ich hier entweder hier draufklicken, um nochmal tiefer in das Gebiet einzudringen. Also hier kann ich jetzt nochmal in Deutschland zum Beispiel eindringen. Und wenn ich das anklicke, dann habe ich hier nochmal irgendwelche Bundesländer. Und wenn ich hier zurück will, dann muss ich hier den Knopf drücken. Das finde ich hier an diesem Browser einfach besser. Wenn ich hier auf alle gehe, dann habe ich hier Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe. Und dann sehen wir hier auch gleich meinen Server zum Beispiel. Und wenn ich hier wieder zurück will, dann habe ich hier die Möglichkeit, schneller zurückzukriegen. So. Wir wollen aber jetzt zocken und wir machen einfach mal weiter mit ein paar LOL-Maps. Ich habe jetzt Bock auf LOL-Maps und das spiele ich hier mit meiner neuen Hardware, müssen wir mal sagen. Ich habe mich leider müssen von meiner alten Grafikkarte verabschieden. Das aber im schönen Sinne. Sie schlummert immer noch neben mir, aber sie ist in den Grafikkartenhimmel aufgegangen. Noch nicht ganz, also sie funktioniert scheinbar noch, aber sie ist kurz davor. Aber wir wollen jetzt zocken und das Ganze mit neuer Power, und zwar werkelt nun in meinem super schönen System eine Grafikkarte von MSI, und zwar die Nvidia GeForce GTX 770 Twin Frozer, und das Ganze in der 4 GB Edition, also mit ordentlich Speicher. Ob ich den jemals komplett ausnutzen werde, weiß man nicht, aber ja, es ist ja schön, wenn man mal viel hat, ne? So, also wir spielen hier mit neuer Hardware und wir drücken auch mit neuer Hardware. Ich spiele nämlich jetzt momentan in die LOL-Maps mit Tastatur, weil ich das da ein bisschen besser kann. Und ja, ich drücke hier gerade auf meiner Logitech G19 drauf rum. Ich habe noch kein Let's Play veröffentlicht mit dieser Tastatur, also ist das hier das erste Let's Play damit. Und ja, da habe ich so ein hübsches Farbdisplay, wo es mir gerade anzeigt, hier GPU 47 Grad. Ist doch eine geile Info, oder? CPU 50 Grad. Durchschnittlich, sage ich mal. Jetzt ein bisschen mehr. Aber ich finde es ein gutes Teil. Hier, wenn ihr mal ein Review sehen wollt, dann besucht mal meinen alten anderen Kanal da. Da gibt es ein Review zu der Karte. Und wir versuchen hier jetzt erstmal diese LOL-Map irgendwie zu schaffen. Wie auch immer ich das bewerkstelligen möchte. So. Shitmap, ja. Da sagst du was. Die ist wirklich scheiße. Dummerweise sehe ich hier kein einziges Voting-Tool auf dem Server. Da sind sich scheinbar die Serverbesitzer ein bisschen sicher, dass sie hier das Beste an Maps anbieten. Aber das glaube ich denen nicht. Denn diese Map ist scheiße. Also, an die Betreiber des Servers LOL Maps in Blau geschrieben. Falls ihr jemals auf die Idee kommt, hier dieses wunderschöne Let's Play zu schauen, macht doch einfach mir den Gefallen und ja, macht da ein Voting Tool rein. Platz ist ja da. Und wenn ihr dann eben von euren 4620 Maps, die hier auf dem Server sind,
mal einseht, dass bestimmt, also ich kenne es von meinem eigenen Server her, die Hälfte aller Maps, die man so edit, scheiße sind, dann kann man die auch löschen. Und zum Schluss bleibt eigentlich der beste Map-Mix übrig. Das habe ich hier auf meinem eigenen Server auch so gemacht und da läuft das auch gut. Und das kannte ich auch von früher. Denn, wie ihr sicher wisst, ich habe sehr viele Trackmanias hier. Auch Nations Forever bzw. United Forever. Und dort habe ich meinen eigenen Server auch früher gehabt. Zwar nicht so schön wie heute jetzt, aber der lief über mein Internet. Aber er lief. Und da habe ich es auch tatsächlich dann so gemacht, dass ich hier viele Maps geaddet habe, die ich eventuell gut fand auch. Und viele aus der schönen Plattform TMX. Und die eben dann auf den Server geschmissen habe und dann konnten die Spieler voten. Gute Map, schlechte Map. Alle schlechten Maps habe ich runtergeschmissen. Was blieb übrig? Natürlich alle guten Maps und die Leute waren glücklich. Ha. Und das war das erste Rennen auf der Map. Wir haben 120 Plätze gut gemacht und 328,3 LPs verdient auf Platz 15 von 45. Ist nicht der beste Rang. Aber für den Anfang mal wieder okay. Und wir müssen uns erstmal hier wieder neu einspielen in diese schöne Grafik. Wir müssen mal hier einen Grafikcheck eigentlich mal durchführen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich wollte mal einen Grafikvergleich machen zum Spiel Trackmania Nations Forever. Zu diesem hier, was sich an der Grafik denn tatsächlich getan hat. Ich hoffe jetzt, ich fahre die Map richtig, aber ich glaube ja. Aber das hat dann in dem Sinn nicht mehr funktioniert, da das Rendern der Videoclips im Spiel selbst drin nicht richtig funktioniert hatte, weil ich wollte euch das Game in der schärfsten Qualität liefern, die es liefern kann. Und Trackmania, was ich eigentlich loben muss, da wenige Games das machen, die liefern hier ja auch gleich einen Video-Editor mit, wo man eben seine Replays, die man speichern kann, wenn man hier S drückt, speichern kann und dann nachher als Videoformat umwandeln kann. Ja, also dann habt ihr am Ende euer eigenes Video. Und das funktioniert auch mit den Texten, die man hier so in jede Map einfügen kann. Leider ist es Problem, das scheinbar einige haben, weiß ich noch nicht ganz so. Also ich habe das Problem, dass der Codec bei mir ein bisschen spinnt und entweder habe ich ein totales Farbenwirrwarr oder es bricht beim Rendern ab. Ich weiß nicht, ob ihr die Probleme habt, also ich habe sie leider und ich wollte mal da so einen hübschen Grafikvergleich machen und das hat dann nicht ganz so funktioniert. Und deswegen habe ich das mal vorerst gelassen. Ich hoffe, es wird mal gepatcht. Nur, ob es beim alten Trackmania jemals gepatcht wird, das bezweifle ich. Da ist es einfach wahrscheinlich eine Glückssache. Keine Ahnung, ob es auch an Windows 7 liegt, da das Game eigentlich nie für Windows 7 ausgelegt worden ist. Und jetzt habe ich einen Trick der scheiß Map rausgefunden. Aber, naja, es lief zumindest ja, also ich meinte es gelesen zu haben, dass sie zumindest eine Kompatibilitätsfreigabe für Windows Vista hatten, ja. Also das stand, glaube ich, mal auf einer Hülle drauf. XP oder Vista. Und XP war ja das Windows aller Windows, nachdem Windows 7 eigentlich das platt gemacht hat. Aber wir sind ja nicht bei Windows, sondern bei Trackmania und ich versuche hier immer noch irgendwie da zu kommen. Verdammt! Und ganz so lesbar schreiben die da unten scheinbar im Chat auch nicht, dass wir hier irgendwelche Geschichten erfahren von irgendwelchen Bienchen und Blümchens. Was man auch ab und zu erfährt, ja.
Also das Geilste fand ich ja immer noch, dass der Kumpel hier, oder dass ein Kumpel von ein paar Leuten auf dem Server, die alle zu einer Hochzeit eingeladen hat. Das fand ich das größte geile Sache, die es jemals gab. Ja, also er schreibt hier, yo, ihr seid auch irgendwie eingeladen zu meiner Hochzeit. Ich so denk nur, what the fuck? Eine Einladung hätte es auch getan, aber TM ist schneller. Und ich habe ihn dann, ich war mal ein paar Tage danach eben nochmal auf dem Server und er auch. Und er hat dann gesagt, seine Hochzeit war schon schön. Ne? Und dann haben sich auch alle schön auf dem Server gefreut und dann war Friede, Freude, Eierkuchen. Nur ich habe keinen Kuchen abbekommen. Ja, ich war ja auch nicht eingeladen. Aber ich möchte doch auch ein wenig einen Server. Einen Kuchen. Warum komme ich jetzt auf Server? Keine Ahnung. Die Runde war scheiße. Können wir nichts daran ändern. Und ja, warten wir einfach mal auf die nächste Map ab. Was die so ein bisschen liefert. So, nächste Map. So, schauen wir mal mit Kamera 7. Kamera 7. Ja. Scheint eine Short Drift Map zu sein. 5. X6, also 5 war 6. Keine Ahnung, was das irgendwie mit der Map zu tun hat. Aber schauen wir mal. Von Ben 3847. Ist die Map. Ja. So schön easy für Anfänger. Easy peasy. Jetzt kommt es natürlich drauf an, den Skill auszupacken, den wir uns gerade bei Aldi gekauft haben. Um jetzt die geilste Zeit rauszufahren. Nur das Problem ist bei so einfachen Maps, die können auch die anderen. Und das ist genau der Fehlschlag. Jetzt bin ich noch Erster, aber nicht mehr lange. Könnt ihr runterzählen, wie lange noch? Ich gebe mir 10 Sekunden. Jetzt leckt es ein bisschen. Wahrscheinlich lädt TM gerade wieder irgendwelche Daten nach. Das finde ich voll frech. Das hat leider TM noch nicht gefixt. Meine 10 Sekunden habe ich gerade eingehalten. Ich bin schon Zweiter. Und ja, wo war ich denn geblieben? Ja, genau, die Downloads. Und finde ich schade, dass sie jetzt im endgültigen Release das noch nicht besser gefixt haben. Dass TM, immer wenn er dann Daten geladen hat und diese in die Map live installiert, dass das Spiel dann eben kurz ruckelt, während man fährt. Das ist natürlich leider ein bisschen kacke. Vor allem bei LOL-Maps. Bei Fullspeed-Maps ist es eventuell, je nachdem, was für ein Rundenmodus gerade drin ist, Spielmodus an sich, Time Attack oder Rundenmodus, also bei Time Attack ist es nicht so schlimm, Rundenmodus eher, da hat man dann ab und zu mal so eine Sekunde freie Fahrt, was hier nicht ganz so der Fall ist ab und zu, und da ist dann ein bisschen nicht so nervig, aber an sich ist es nervig. Das Beste, was wir machen könnten, wenn man hier jetzt am Start steht, so das 3-2-1, das kann von mir aus mal ruckeln, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich hier so umfahren bin und dann ruckelt's, dann ist es scheiße. Liegt jetzt aber auch nicht daran, dass ich nebenher hier mich gerade aufnehme für dieses Let's Play hier. Denn mein PC hat ja jetzt Leistung mit der schönen neuen Grafikkarte. Und wenn wir so schauen, dann ist sie gerade mal 37% ausgelastet. Das heißt, sie übernimmt gerade 37% der Arbeit, der CPU auch noch mit. Und das ist doch schon mal schön. Da geht also noch ein bisschen mehr. Nur TM ist eben nicht so programmiert, dass ein bisschen mehr geht. Wenn es nicht ganz so stark ruckelt, dann wäre ich schon super zufrieden. Ich weiß nur nicht, ob ihr das seht. Hoffen wir mal nicht, weil ich möchte euch die Lexi ersparen. Aber ich kacke hier gerade richtig ab. So, jetzt hatten wir gerade einen Ruckler, der super war. Wo mich nicht gestört hat. Zwar nachdem ich hier entfernen gedrückt habe, um
die Runde neu zu starten. Spec me. Spec me for what? Beaches. Da braucht einer nur Aufmerksamkeit. So ein bisschen verbessert. Platz 12 noch. 13 zum Schluss. 14! Nein! Ich werde noch schlechter platziert. Scheiße. Egal, bleiben wir hier auf der Wiese stehen. Ist ja ein hübsches Stückchen Wiese hier. 14er von 47. JB hat 400 Planets gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Für das, dass du Dritter bist und in Südamerika spielst, mit einem Rang 60. Keine Ahnung, wie viele da Trackmania spielen. Oh, wir dürfen nochmal die Runde spielen, habe ich gar nicht aufgepasst. Aber ab und zu ist es wirklich einfach, seinen Weltrang gut zu haben, wenn man ein bisschen DM spielt und seine Herkunft im Spiel auf ein Land setzt, wo nicht viele spielen. Also wer jetzt hier tatsächlich seine Herkunft in Deutschland hat, der muss erstmal an mir vorbei. Und dann an 7601 andere. Und wenn ihr nicht da schon drin seid. Und dann seid ihr erstmal gut. In Europa, was es hier jetzt gerade anzeigt, was ich hier vorgelesen habe. In Deutschland weiß ich das gerade nicht. Das müssen wir mal nachgucken. Aber wie gesagt, wenn man eben in so Länder reingeht, wo dann, keine Ahnung, 500 bis 1000 Leute das Spiel spielen und die das nicht aktiv spielen, dann ist man da ganz schön schnell gut. Nur das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern der Donut-Zweck, der hier Lokalrekord 14 hat. Ich sehe jetzt leider auch nur nicht an der Anzeige hier, ob der gerade zur Zeit online ist. Alter, schade, aber kann man nichts machen. Ach, verdammt. Ach, lassen wir die Map, die haben wir gerade eben schon gespielt. Scheiß drauf. Wir machen jetzt erstmal noch kurz für 2 Minuten 40 einen Grafikcheck. Habe ich eigentlich noch nie gemacht. Machen wir jetzt einfach mal schnell. Und zwar checken wir mal kurz ab, was sich hier am Spiel an der Grafik noch getan hat. Für alle, die das wissen möchten. Also wir haben, wenn wir mal von oben her anfangen, hier den Himmel ein bisschen verschönert bekommen. Wir haben hier ein paar Sternchen, die wir sehen. Die Wolken sehen ein bisschen schöner aus, vor allem wenn wir hier mal näher gehen. Hier die Überlappungen und die Ränder der Wolken sehen eindeutig besser aus. Was sich zum Beispiel nicht geändert hat, sind hier Sachen wie Scheinwerfer. Die haben sie nur ein bisschen von der Grafik ein bisschen her verschönert, also Auflösung an sich verbessert. Die Leinwände hier an sich sind immer noch dieselben. Die haben hier so die farbigen Pixelraster hier. Und wenn wir da hingehen, dann sind die genauso unscharf wie früher. Ist also nichts anderes. Sie haben hier nur über diese Standardwände ein Grafik-Update drauf gemacht. Also die Grafikauflösung an sich erhöht. Die Leinwand an sich hier, die hat sich auch nicht wirklich verbessert. Wenn wir hier den ja, Aussichtsfläche hier oben ansehen, dann sehen wir hier das Geländer schön eckig. Die Flaggen hier an sich haben sich auch nicht groß verändert. Die wehen immer noch gleich hier rum. Wie gesagt, wahrscheinlich nur die Textur an sich ein bisschen aufgelöster. Schön hochauflösend. Was sich auch nicht verändert hat, ist das Gras. Das ist immer noch hier so klein und stoppelig und der Platzwart könnte mal den Rasen wieder mähen. Was sich auch nicht geändert hat, ist hier die eckige Rampe, für was auch immer die jemals im Leben gut sein soll. Weil man normalerweise nicht mal über Stadion hinausbauen könnte, dass man hier irgendwie die Rampe nutzen könnte. Sei denn, man benutzt eben Mixprogramme. Was sich allerdings geändert hat, sind die Oberflächen der Sachen. Hier das Dach, das spiegelt jetzt so schön die Sonne. Das sieht wirklich geil aus. Die Stahlstreben hier, die sind ein bisschen verbesserter. Also wenn wir hier nah hingehen, dann haben die nicht so viele Rillen hier, die Treppenstufen, die man so kennt vom alten her. Das ist jetzt ein bisschen hoch aufgelöster, das die Dachkonstruktion und natürlich die Strecke an sich sieht jetzt noch mal ein bisschen besser aus. Also wenn wir hier so ein bisschen näher hingehen, sehen wir hier den Schatten schön scharf. Wenn wir ein bisschen weggehen, gibt es wieder ein paar Treppenstufen.
Die Wagenoptik an sich hat sich natürlich hier schön verbessert. Alles glänzt wunderbar. Der Wagen ist schön frisch poliert. Die Antenne ist immer noch schön da, die kleine Stuppelantenne. Und ja, wir können hier besser durch die Gitter hier durchgucken. Das ging beim alten DM nicht ganz so schön hier. Also wenn wir hier mal durchlunsen, dann sehen wir auch hinten dran ist irgendwas Weißes. Was genau können wir zwar nicht erkennen, aber man kann durchschauen. Hier zum Beispiel an so einem Kreisbobbel hier haben wir hier noch ein paar Treppenstufen zu erkennen. Jetzt hält das Bild kurz an, das ist ein Screenshot. Und dann ist natürlich die Grafik nochmal ein bisschen besser. Was sich auch verbessert hat, ist hier, die Sonne scheint zum Beispiel hier durch dieses Steilwandkurvenelement durch. Dann sehen wir das hier auch auf dem Boden. Und naja, die Streckenteile an sich haben ein Grafik-Update bekommen. Und wie genau wir auch die Streckenbauteile nutzen können, das schauen wir jetzt uns ganz einfach an. Indem wir hier jetzt mal auf Escape drücken und das geilste ever machen in TM. Spiel abbrechen und dann wechseln wir, wenn das Spiel ausgerechnet hat, mal hier auf zurück. Oh nein, das war ein zu viel. Und wir machen jetzt hier das erste Mal live sozusagen, aber es ist ja eine Aufnahme. Aber das erste Mal, wo wir wahrscheinlich auf YouTube in einem deutschsprachigen Kanal bringen werden, wir bauen eine Map. Doch bevor wir dazu kommen, sehen wir uns gleich wieder.